Erzähl mal. Nee. Sehr geil. Ja, so blöd. Lass ihn tot treten. Komm her. Komm her. Secrets gefunden. Ich glaube, ich kann ja voll rein. Ne, nee, erst muss ich die Töte. Sterben. Ein Tritt in die Eier und die sterben. Wunderbar. Was ist los? Ja, wo doch? Wo hat er drauf gedrückt? Ich verstehe es nicht. Kostüm freigeschaltet, wollen sie es anprobieren, dann gehen sie aus Laras Schlafzimmer oder wählen sie im Hauptmenü die Option Level Up. England, König Afrika, benötigte Zeit 45 Minuten 57 Sekunden. Ziemlich viel, denke ich mal. Zeitspiel gemeistert, nö. Goldschätze, Bronzeschätze, Silberschätze, alle gefunden. Das klingt doch schön. Okay. Dann wird man noch schwer. Jo, alles klar. Ich war auf der Suche nach bestimmten Artefakten. Toll. Das ist toll. König Artus gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Es kommt noch besser, Alistair. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst. Aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber? Als ich in Ghana war, bat ich euch den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder Herr Rutland? Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute. Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip? Alles da? Ich muss nach Nepal. Bitte trefft alle Vorbereitungen. Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft, Sie würden das Schwert nach allem, was Ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor. Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Okay. Dann geht's ja wohl nach Nepal, ne? Der Galali-Schlüssel. Der Schlüssel für die Wiederherstellung Excalibur ist bla bla bla. Könnt ihr durchlesen. Ich sehe gar nichts. Sind wir wirklich richtig? Ich vergesse nie dein Gesicht. Schön. Okay. So, dann safen wir mal. Wir gehen das hier auf das hier.
Okay. Und schon stolpern wir wieder ohne. Nee, lieber nicht. Ich mach hier lieber einen kleinen Schnitt. Bis gleich, ne? Okay. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? So, die halten jetzt die Klappe. Bis gleich. Jo, moin Leute. Da sind wir wieder bei Tomb Raider Legend und ihr seht 72% schon. 3 Stunden, 43 Minuten erst gespielt. Also das ist schon das zweitletzte Level. Ja, ich mache noch hier das Zuhause von mir. Dann passt das schon. So, okay. Ja. Spiel fortsetzen. Ich habe schon ein bisschen die Steuerung wieder vergessen. So. Okay, da sind wir hier in Nepal, wollte ich gerade sagen. Nee, in Nepal. Irgendwo, nirgendwo. Steil, hier geht's steiler. Warum genau hier so eine Plattform ist, keine Ahnung. Vielleicht war es hier so eine Brücke. Naja, egal, das interessiert uns auch nicht. Uns interessiert eher... ja. Uns interessiert eigentlich nur, was hinter dem Berg ist, denn da liegt der Galali-Schlüssel oder so. Dahinter diesem komischen Berg hier. Oder Landschaft, keine Ahnung, egal, so, weiter geht's. Hoppa. Oh, ich dachte, da muss man lutschen. Ah. Ja, komm, was los. So. Ja, ey, komm. So eine Scheiße. Sie verarschen. Wieso geht denn die nach rechts? Wieso geht die nicht nach rechts? Naja, okay. Und schon stolpern wir wieder ohne Kletterausrüstung durchs Gebirge. Mhm. Der Schnee und das Eis sehen ziemlich brüchig aus. Geh lieber weiter, bevor du noch einbrichst. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? Bitte? Das wird noch nie passieren. Aber da war das Glück auf unserer Seite. Ja. Tja. So. Ja, okay. War hier schon der Schatz? Ne, noch ein bisschen weiter. Da oben war das, glaube ich. Egal. So. Das bricht ja alles ein. Das ist nicht gut. Die Stange bricht dir auch. Alter. Spring doch. Was ist los heute? Und schon stolpern wir wieder ohne Kletterausrüstung durchs Gebirge. Der Schnee und das Eis sehen ziemlich brüchig aus. Geh lieber weiter, bevor du noch einbrichst. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? So. Diesmal geht's hier ein bisschen schneller. Oh. Ein bisschen langsamer, meinte ich. Ach, so eine Scheiße, ey. Und schon stolpern wir wieder ohne Kletterausrüstung durchs Gebirge. Der Schnee und das Eis sehen ziemlich brüchig aus. Geh lieber weiter, bevor du noch einbrichst. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? Ich dachte, die wäre doch ganz oben. Deswegen habe ich auch losgelassen. So eine Scheiße, ey. Naja, nach oben kann ich nicht. So. Hier geht's eigentlich weiter. Ich gehe euch hin. Schöner erster Schatz, wenn du den mal aufnehmen würdest. So, okay. Wunderbar. Oh Gott. So.
Oh. Ja, das war ein Griff ins Klo, ne? So eine Scheiße. Ne, ich krieg das lieber mit der Steuerung. Was sag ich denn? Bitte? Und nicht hier, doch hier hoch, aber nicht hochklettern, sondern hier geht's weiter zum einen silbernen Schatz, wunderbar versteckt. Also die Schätze sind hier schon ziemlich heftig versteckt teilweise. So. Was jetzt? Kehrst du um und suchst einen anderen Weg? Nö. Oh, da ist es. Mann, ein Wrack. Wie alt warst du damals? 8, 9? So ungefähr. Okay. Dann ab hier. Öppa. Zack. So, da steht ein, das sicher. So. So. Hm, wie komme ich da rein? Einfach springen, oder? Ja. So, okay. Wie wechsle ich die Waffen? Nee. Auf 3. Alles klar. Können wir einfach mal anlassen, ne? Ich glaube, das ist ja nicht. Er soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern, aber nein, er folgt mir ans Ende der Welt. Vielleicht hat er dich falsch verstanden. Meinst du, er sitzt da drin? Wohl kaum. Nicht, wenn er zu Hause die Füße hochlegen kann. Ach ja, ich kann einfach. Oh Gott. So, hier irgendwo ist noch so ein Schatz. Ja, meine ich doch. Wie soll man sonst sein? So, das Ding muss ich glaube ich mitnehmen. Bin aber nicht sicher. So, runter da. Alles klar. Hier kommt was ganz Böses. Hallo, ziel darauf. Ja, bitte, die sterben. Okay, sei vorsichtig. Du weißt, dass das Ding jeden Moment abstürzen kann. Das wusste ich damals und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen um mich. So, weg hier. Und da rüber, hier ist noch ein Schatz. Hier geht's ziemlich tief hin. Das war damals aber voll lustig, da bin ich irgendwie schon runtergesprungen, die hat dann immer viel zu spät geschrien. Ja, das war lustig. So. Wunderbar.